So Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr kennt mich. Und zwar, ich befinde mich ja gerade immer noch in Köln. Ich zeige euch das mal hier. Ich bin hier derzeit alleine in der Bude. Warum, erkläre ich euch. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, meine Canon rauszuholen, weil Akku ist leer und Speicher ist voll. Ich habe folgendes, Leute. Meine Jungs, ja, und die Weiber oder die Frauen, die sind gerade drüben in Mediakraft im Studio, alles klar, und drehen gerade ein Video. So, eigentlich habe ich gesagt, ich gehe Alkohol kaufen, wollten den Abend ein bisschen, weißt du, heute ist Samstag. Ich habe auf den gesagt, ey, ist viel zu teuer, Mann, Kiosk, Bruder, Jackie, 30 Euro. Aber Jackie, Jack Daniel, 30 Euro, bei uns kriegst du das für einen Zehner, weißt du. Auch als YouTuber viel zu viel. Und habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich gehe einfach in die Bude, ich habe einen Schlüssel. Sprich, die müssen. Leute, die müssen klingeln. Und ich habe überlegt, wenn die nachher klingeln, beziehungsweise mich anrufen, tue ich hier. Ihr seht das ja. Das ist Kunstblut. Das sieht echt heftig aus. Und ich habe jetzt überlegt einfach, ich zeige euch das, diesen Boden hier einfach voller Blut zu schmieren. Hier ist der Eingang, alles voller Blut. Das ganze Video ist aber wirklich, ich schwör's euch bei Gott, einfach ein Test, Bruder. Ich weiß nicht, alles klar, ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, ich werde einfach mal gucken. Weil ich, wenn ich in ein Zimmer, wenn ich weiß, hier gibt es nur YouTuber, wenn ich in ein Zimmer hochkomme, der Boden ist voller Blut und ich werde auch noch ein Messer daneben legen, dann werde ich wissen, Prank. Voila, ich schwöre, das ganze Video ist real. Einfach richtig spontan, deswegen nehme ich mit der Kamera hier auf. Ich hoffe, die rufen mich gleich irgendwie an, dann gehe ich extra nicht dran und mache so einen auf Faxen. Und wenn die nachher klingeln, dann müssen die den Aufzug hoch. Das dauert noch mal. Mach schnell Tür auf, alles schon mal vorbereiten und gib ihm. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich hoffe, das klappt. Ihr wisst Bescheid und Peace. Leute, das Resultat. Es sieht wirklich einfach billig aus. Aber es sieht echt aus wie Blut, aber niemals wird Blut so liegen. Aber Leute, ja, ich bin ja nicht dumm. Ich mach das clever. Hier ist die Küche. Ich werde dieses Lichtlein vor allem, brennen lassen. Und ich zeige euch mal, wie das einfach aussieht, wenn man durch die Tür kommt, also durch den Aufzug, natürlich Licht aus, ne? Und dann seht ihr, die Tür ist auf, das ist ein bisschen Licht und dann seht ihr Blut am Boden. Tschüss. Ich würde direkt meine Axt ziehen, Digga. Ich zeig euch so, wie das ungefähr aussieht. Alter, so sieht das ungefähr aus. Also hier kommt man so aus dem Auszug. Natürlich muss man die Lichtlampe anmachen und tschüss. Digga, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wenn sich da nicht in die Hosen kackt. Ich zeig euch mal, wie das aussieht mit der Lampe. Wenn sich da nicht in die Hosen kackt, Digga. Ich schwöre es, ich würde direkt ausrasten. Lautsprecher. Hast du ausgemacht? Was soll ich da machen? Bruder, ich hoffe, die kommen hoch, Alter. Warte, mach. Hier, mach. Jetzt mach alle Lampen aus. Jetzt wird ja abgestochen, Digga. Ey, das war aber kein Fake-Prank. Warte, der hat es sowieso gemacht. Komm, lass mal nochmal machen. Really, nigga? Ja, Leute, hat auf jeden Fall an der Stelle leider nicht geklappt. Alright. Peinlich, Digga, so, peinlich. Alles ist weg. Aber erstmal ehrlich, probieren über studieren. Besser als Fake-Pranks. Auf jeden Fall, Leute. Was ist los? Auf jeden Fall, Leute, hat doch nicht so ganz geklappt, wie ich es eigentlich wollte. Aber, Bruder, ich war alleine, eine Idee spontan. Produzent studiert. Alter, Schnauze, mach mein Eis hier nicht leer. Auf jeden Fall, Leute, abchecken, Daumen nach oben und Peace.